Willkommen, Herrschaften, zurück zu meinem Let's Play Edna bricht aus. Wir nähern uns dem Ende, denn Edna hat ihr Haus gefunden, ihr ehemaliges. Wir haben bereits den Eingangsschlüssel gefunden, den Haustorschlüssel gefunden. Einen alten Briefkasten. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Ja, deswegen ist er so hin. Erinnert dich dieser Briefkasten an etwas, Harvey? Da haben wir früher immer Alfreds Pausenbrote drin versenkt. Ich glaube, ich kann die vergammelte Leberwurst noch immer riechen. Ugh. Tja, Edna dürfte ein ziemliches Früchtchen gewesen sein. Scherben sind hier übrig geblieben. Er hat angefangen. Harvey, was sagst du Guck dazu? mal, Harvey. Gartenzwerg-Gulasch. Selbst als Scherbenhaufen ist er noch nervtötend. Kann man noch weiter zerstüppeln? Das hatte er wohl nicht bestellt. Können wir die Ich nicht fürchte, hören? für eine sanfte Behandlung ist es zu spät. Können wir die Scherben in den Topf Die sind geben? bereits gebrannt. Zickzackschere. Hat er nicht schon genug gelitten? Ich weiß nicht. Geh lieber auf Nummer sicher. Recht hast du. Erinnern dich diese Scherben an etwas, Schlüssi? Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du mich da rausgeholt hast. Aber bitte nenn mich nicht Schlüssi, ja? Oh Gott. Schlüssel mit Mond. Auch bei Mondlicht betrachtet komme ich zu dem Ergebnis, das ist unser alter Haustürschlüssel. Okay. Dann benutzen wir ihn doch gleich mit dem Haus. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Tja. Mit bloßen Händen bekomme ich den abgebrochenen Schlüssel da nie raus. Okay. Das war ein Tipp, nehme ich Guck mal, mal an. Harvey. Wir sind endlich zu Hause. Noch sind wir nicht drin. Stimmt, da hat er nicht ganz Unrecht. Tür. Papa, bist du zu Hause? Es war den Versuch wert. Es wird nie mehr so sein wie früher, oder? Oh Gott, ist das traurig. Ich weiß gar nicht, ob ich da weitermachen will. Reden wir mal mit dem Briefkasten. Verzeihst du mir? Oh, er redet wohl immer noch nicht mit mir. Dabei ist dieses Silvester inzwischen 10 Jahre her. Was sagen die Scherben? Und? Lachst du jetzt immer noch? Tja, irgendwie klingt sie resigniert. Gehen wir mal hinters Haus. Oh, da sind die gesessen. Lass uns hier einbrechen. Nein, ich will nichts kaputt machen. Oh. Nicht noch mehr. Oh. Nicht noch mehr. Poki, was sagst du zu dem Bild? Der mit Abstand hässlichste Hintergrund in Edna bricht aus, besticht durch eine aufdringlich schräge, hässliche Parallelperspektive, die so in keinem Geometrielehrbuch oder Bildaufbaulehrbuch, falls es solche Bücher überhaupt gibt, ich habe noch nie eins gelesen, zu finden ist, wie ich vermute. Die zugeschleimten Gartenmöbel entstammen einem Vorbild, das bei mir auf der Terrasse steht. Ich habe eine kleine 3x3 Quadratmeter Terrasse und dort sind die Gartenmöbel genauso blau und genauso schräg und genauso zugeschleimt. Der Rest der Terrasse ist frei erfunden. Ich will nicht auf seine Terrasse eingeladen werden. Harvey, was sagst du zum Erinnerst du dich an Tisch? diese Terrassenmöbel, Harvey? Na klar, Mattes hat hier oft gesessen. Es kommt mir alles noch so nah vor. Und doch ist alles so anders hier.
Erinnerst du dich an diese Terrassenmöbel, Harvey? Ja, okay, das hatten wir schon. Und doch ist... Was sagst du zum Schirm? Erinnert dich dieser Schirm an etwas, Harvey? Na klar, damit haben wir damals im Atjosten gespielt. Ja, ich erinnere mich auch. Alfred war eine jämmerliche Strohpuppe. Ich habe ihm tausendmal gesagt, dass Strohpuppen nicht Aua rufen, wenn sie getroffen werden. Aua. Sie ist schon ziemlich brutal gewesen, Schirm. Offensichtlich. Nur echt mit 300 Löchern. Hallo, Edna. Ich bin ein sprechender Schirm. Lass das, Harvey. Okay. Ich spreche nicht mehr mit leblosen Gegenständen. Aber... Edna... Nein, nein, nein. Oh. Benutzen wir den Schirm? Nein, nein. Den konnte man noch nie benutzen. Ich jetzt? Hat der immer schon so ausgesehen? Hier habe ich früher immer Bilder gemalt. Ich mochte deine Alfred-Karikatur. Die, wo er nach Fliegen schnappt. Nein. Das ist Mattis Stuhl. Verandertür? Komm schon. Früher durfte ich hier mit Fensterfarben malen. Bis ich einmal diese Karikatur von Dr. Marcel gemalt hatte. Oh Gott. So, da geht's zum Schuppen und da geht's nach hinten. Gehen wir mal zum Schuppen. Schuppen klingt gut. Oder gehen wir nach hinten? Gehen wir nach hinten. Das kennen wir schon. Vielleicht kommen wir in den Keller. Das sind die Disteln. Immerhin wissen wir ja schon, dass es hier einen Zugang gibt. Da waren wir ja schon tempomorpht. Der Wald hat Dunsinane erreicht. Wir reden ja mal mit diesen Disteln. Wartet nur, eure Tage sind gezählt. Vielleicht müssen wir die irgendwie loswerden. Hier wohne ich also. Nicht mehr, Edna, nicht mehr. Waren die früher schon hier? Nein, 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 das wüsste ich doch. Willst du baden, Harvey? Igitt, nein. Da ist ein Fenster. Können wir das Fenster aufmachen? Ich kann unsere Küche sehen. Wow. Okay. Hallo? Jemand zu Hause? Ich fürchte nicht. Ich fürchte nicht. Aber können wir sie aufmachen? Nein, das ließ sich noch nie öffnen. Das heißt, das ließ sich noch nie öffnen? Das ist ein Fenster. So lässt sich es auf jeden Fall öffnen. Auch mit Gewalt werde ich hier nicht weiterkommen. Nicht? Ich bin mir ziemlich sicher. Die ist nicht verrostet. Nicht? Zumindest nicht mehr als früher. Kann man die aufmachen? Zu. Okay. Also, das ist ein Dead End. Harvey, was sagst du zum Fenster? Kannst du da drinnen was sehen, Harvey? Ich bin ein Hase und keine Katze. Okay, das ist eine gute Antwort. Der passt hier nicht. Wieso sollte er auch? Stimmt natürlich, du hast nicht ganz unrecht. Okay, hier geht's nicht weiter. Schauen wir zum Schuppen. Ich sehe da drin viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Okay, dann geh rein. So. Weißt du noch, wie wir früher immer Alfred eingebuddelt haben?
Du warst die schnellste Schippe im ganzen Dorf. Nehmen wir den Spaten. Klingt gut. Harvey, was sagst du zu diesen Handschuhen? Erinnerst du dich an diese Handschuhe, Harvey? Na klar. Einmal haben wir darin Nacktschnecken gesammelt. Darin? Am nächsten Tag wollte Mattes die Hecke schneiden. Stattdessen sperrte er sich den ganzen Tag im Badezimmer ein. Oh. Sie kennen nur die Gebärdensprache. Okay, können wir die auch nehmen? Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Okay, das heißt wir nicht. Aber das schaut gut aus. Die erinnert mich an meinen Zahnarzt. Okay. Harvey, was sagst du zu dieser Zange? Weißt du noch, als wir mit Alfred Zahnarzt gespielt haben? Oh Gott. Ich glaube, das war der Tag, an dem Dr. Marcel Mattis verprügelt hat. Au. Au. Das ist nicht nett. Wir nehmen dieses Ding. Da ist noch ein Rad. Das gehörte zu Mattis Fahrrad. Es war das einzige vom Rad, was übrig blieb, nach meiner Idee mit dem Bus und der Fahrradkette. Okay. Das klingt fürchterlich. Sprechen wir mit dem Rad. Du siehst aber platt aus. Ja, das Leben ist grausam. Harvey, was sagst du zu dem Rad? Erinnert dich dieses Rad an etwas, Harvey? Ja, an viele schöne Radtouren und an die allherbstliche Nacktschneckenjagd. Die allherbstliche Nacktschneckenrad. Können wir das Rad nehmen? Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mattis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Möglicherweise, ja. Da ist ein Farbtopf. Ein Kessel voller Buntes. Harvey, was sagst du dazu? Guck mal, Harvey. Die alten Töpfe mit der Fassadenfarbe. Wir haben früher immer Kieselsteine angemalt und Alfred erzählt, das seien Smarties. Ich weiß nicht, was komischer war. Sein Blick oder das Geräusch? Oh. Die sind so gemein. Das letzte Mal, als ich sie benutzt habe, gab es Hausarrest. Ich fand Alfred sah gelb-rot gestreift besser aus. Au. Das ist ja schrecklich. Da fehlt noch was. Das ist ja schrecklich. Sie ist ja urgemein. Ich bin die dummen Wortspiele langsam leid. Schaufelraddampfer. Schaufelraddampfer. Wie wäre es mit einem Rallye-Streifen für unsere Schaufel? Jetzt nicht, Harvey. Wollen wir der Zange Augen malen? Ach, Harvey. Harvey ist einfach nur doof. Ich bin die dummen Wortspiele langsam leid. Schaufelraddampfer. Schaufelraddampfer. Naja, haben wir es nochmal gehört. Okay, da gibt's noch einen Rasenmäher. Schau dir das an. Mein Lieblingsspiel war Jagd den Frosch. Den Frosch? Ja, Alfred hatte wirklich Angst vor dem Rasenmäher. Zu Recht. Okay, wir haben den Alfred mit dem Rasenmäher gejagt. Guck mal, Harvey, der alte Rasenmäher. Yippie! Jetzt können wir endlich wieder Jagd den Frosch spielen. Ach, Harvey. Wie soll denn das gehen ohne Alfred? Oh, das... Entschuldigung. Okay. Bevor ich mit der Gartenarbeit anfange, sollte ich mich erst einmal um das Haus kümmern. Okay. Randale, yippie! Benimm dich, Harvey. Das hier sind unsere Sachen, nicht die von Dr. Marcel. Oh, stimmt, da hat sie nicht ganz unrecht. Der Rasenmäher muss nicht repariert werden. Okay. Es fehlt nur Benzin. No, das könnten wir vielleicht noch irgendwo auftreiben. Hey, ich kenne da einen Zwerg, der deinen kleinen Bruder rumkommandiert. Ah, den roll ich über. Okay.
Da gibt's eine Harke. Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Meistens haben wir alles auf einen großen Haufen gehakt. Dann sind wir vom Schuppendach hineingesprungen. Alfred hat sich nie getraut. Ich werde wohl nie erfahren, ob die Sache mit den spitzen Steinen funktioniert hätte. Oh, sie ist so gemein. Erinnerst du dich an die Harke, Harvey? Na klar. Damit haben wir früher immer Alfreds Sandburgen zerstört. Zumindest in dem Monat, in dem der Rasenmäher in Reparatur war. Der Rasenmäher in Reparatur war. Können wir die Harke nehmen? Die gehört mir bereits. Ja, aber nimm sie mit. Naja, wurscht. Schauen wir uns noch die Schneeschaufel an. Weißt du noch, wie wir damals unseren hyperrealistischen Schneemann gebaut haben? Er wirkte so lebensecht. Und niemand kannte unser Geheimnis. Niemand außer Alfred. Ja, aber mit der Karotte im Mund konnte er es niemandem verraten. Au. Wozu? Es liegt kein Schnee und ich sehe auch keine von Alfreds Sandburgen. Erinnerst du dich an die Schneeschaufel, Harvey? Na klar. Sie war das wichtigste Utensil, wenn wir Planierraupe gespielt haben. Planierraupe. Noch wichtiger als Alfred. Für einen Straßenbelag hat er einfach zu viel gezappelt. Oh Gott. Die sind so brutal. Ha! Saisonarbeiter! Wozu? Wir haben noch Herbst. Okay, du hast nicht ganz so unrecht. So, was sagt Poki dazu? Im Schuppen sind mir tatsächlich beim Erstellen der Texte die IDs ausgegangen. Und zwar habe ich für die einzelnen Zeilen Small Integers benutzt und da ging der Zahlenraum irgendwie nur bis zu irgendeiner Zahl, die ich überschritten hatte. Und musste halt für die letzten, weiß nicht wie viel, 20 Screens oder so, mir eine ganz neue ID-Konvention überlegen. Ich mag halt diese ganzen Gartenscreens vor allen Dingen deswegen sehr gerne, weil Edna sich hier tatsächlich auch ohne Harveys Hilfe an ihre Kindheit zurückerinnert, immer so häppchenweise. Und zwar erkennt sie fast an jeder Ecke, an jedem Ende einen Gegenstand wieder, mit dem sie damals gespielt hat. Meistens hat sie auch zusammen mit Alfred gespielt. Guck mal, Harvey, mit diesem Rasenmäher haben wir damals Alfred Sandburgen überfahren und solche Sachen. Das war ein Genuss, das zu schreiben. Die anderen Reaktionen sind natürlich die, wo Harvey versucht, Edna anzustacheln und Edna langsam anfängt, ihn davon abzuhalten und sagt so, ach, lass mal, Harvey, jetzt nicht. Und Harvey versteht es überhaupt nicht und fragt immer nachher, was, aber wir können doch und so. Und sie so, nee, lass es. Und besonders bei den Aufnahmen schon spannend war, weil Alian, übrigens Grüße an Alian, das ist auch ihre Arbeit. Immer mit einer besonderen Grabesstimme sprechen musste, um diese Texte einzusprechen. Und die beiden waren ja zu zweit in der Sprecherkabine, das ganze Spiel lang, also für alle Item-Objekt-Kombinationen. Auch wenn Harvey halt irgendwie nur, ja, ich sag mal, 10% des Textes waren, saßen die ganze Zeit sich gegenüber. Und Alex wirklich langsam verzweifelt und traurig wurde, weil Alian sich einfach nicht mehr anstacheln ließ. Er war das schon so gewohnt, halt immer dieselben Tonfälle von ihr aus ihr rauszubekommen. Das waren schon schöne Erfahrungen. Okay. Gut, ich denke, wir haben alles gemacht, was man hier machen kann. Gehen wir wieder raus. Wir haben jetzt eine Zange. Können wir mit dieser Zange die Disteln entfernen? Oder können wir mit der Zange den Schlüssel rausholen? Versuchen wir es mal mit dem Schlüssel. Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Tja, jetzt müssen wir sie nur noch zusammenfügen. Warte. Wir haben da noch diesen Schlüssel, der aus Gold ist. Wir könnten Lehm nehmen. Oh, verstehe. Wir machen uns noch einen Nachschlüssel davon. Aber dazu müssen wir zuerst in den Keller, nehme ich an. Gibt es hier irgendwo Dreck? Hm.
Die Leiche brauche ich nicht zu verbuddeln. Okay. Es ist mein Garten. Da darf ich mit meinen Opfern machen, was ich will. Okay. Ich nehme es dir nicht weg. Gehen wir nach hinten. Schauen wir mal, ob wir mit der Schaufel die Distel wegkriegen. Schaufel, Distel. Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Mhm. Ha, wir haben sie entledigt, diese Disteln. Dann sehen wir uns mal das Kellerfenster an. So sieht es also von dieser Seite aus. Oh, das klingt nicht gut. Das klingt so, als wärst du sehr oft auf der anderen Seite gewesen. Rede mal mit dem Hallo? Kellerfenster. Jemand zu Hause? Oh. Erinnerst du dich noch an den Keller, Harvey? Jetzt, wo Mattes fort ist, gehört er uns. Und wir können jemanden da einsperren. Yuppie! Okay. Dann benutzen wir das Kellerfenster mal. Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Aber wir haben noch das Antioxidationsmittel. Das ist nicht zu gerostet, sondern? Das ist zu. Zange? Nein, die Zange hat nicht genug Wumms. Okay. Poloschläger. Oh. Das war tatsächlich der Poloschläger. Wir sind drinnen. Da ist noch immer dieses ganze Zeug. Da ist ein Kriechöl. Was ist Kriechöl? Das hatte sie damals nicht. Das habe ich früher immer getrunken. Harvey, was sagst du zum Kriechöl? Oh, guck mal, Edna. Lass doch den Müll da in Ruhe. Wir haben Wichtigeres zu tun. Können wir es nehmen? Das war schon vor 10 Jahren nutzlos. Okay. Kartontücher neben Farbdosen. Okay, aber der Ofen ist sicher nicht nutzlos. Reden wir mit dem Ofen. Hallo, alter Ofen. Zeig mal, wie dick dein Finger schon ist. Willst du mich säubern? Dann musst du dich sehr weit reinbeugen. Oh, nein, lieber nicht. Dieser Ofen ist gruselig. Benutzen wir ihn mal. Ja, natürlich. Aber... Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Tatsächlich. Wir müssen... Hey, das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Das Holz aus der ersten Rückblende. Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Mir ist nicht wirklich kalt. Ob das an den Medikamenten liegt? Hallo, ihr Scheite. Bekommt man in der Nähe zum Ofen nicht ein wenig... Was? Hier ist ein Ofen? Wo? Wo? Paranoia? Wie können wir dann... Meine Sachen sind alle noch gut. Die müssen noch nicht verheizt werden. Aber... Na gut. Können wir da rauf? Oh, wir sind in der Wohnung. Wir brauchen gar nicht Dings. Wir brauchen das gar nicht öffnen. Da ist ein Topf, eine Hintertür, eine Pflanze, ein Durchgang und die Spüle. Okay. Gehen wir nochmal runter und fragen wir, was Poki dazu sagt und dann hören wir auf für heute. Ich wurde öfter darauf angesprochen, dass ich in fast jedes Spiel solche schweren, bulligen Gitteröfen integriere. Und warum ich das tue, warum die halt in jedem Spiel mindestens einmal, meistens aber auch häufiger vorkommen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar wollen wir damit unser kommendes Social Game anteasern.
bei dem es darum geht, halt mit realem Geld, so per Micropayment, Item Selling, halt immer neues Feuerholz zu kaufen, um die Temperatur immer auf einem bestimmten Level zu halten. Ja, ich hoffe, das wird ein großer Erfolg. Ich meine, es gibt so viele Kälte in diesen sozialen Netzwerken im Internet. Brrr. Okay, das war jetzt gruselig. Na gut, Herrschaften, an dieser Stelle hören wir für heute wieder auf. Das nächste Mal schauen wir uns das noch etwas genauer an, hier herunten im Keller und oben. Und dann sehen wir uns mal im Haus rum und schauen, ob wir herausfinden, was mit Mathis damals wirklich passiert ist. Bis dann. Einen schönen guten Abend und schlaft gut.